Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Nebuchadnezzar. Ich bin jetzt gerade dabei, hier noch einen zweiten Block mit 16 Häusern zu errichten. Ich überlege gerade, ob man das vielleicht ein bisschen anders noch gestalten kann. Ist jetzt egal letztendlich. Hier wieder vor. Eigentlich war meine Idee, dass wir jetzt hier noch eine Häuserreihe bauen, dann haben wir so einen schönen Kreis. Das ist vielleicht effektiver als... Also ihr wisst, was ich meine. Hier noch so eine Reihe hin. Das mache ich jetzt nicht, weil wir das nicht brauchen. Ich werde jetzt nicht mehr Häuser bauen, als wir unbedingt brauchen, weil sonst müssen wir die auch alle versorgen. So, eine Feuerwache wollten die ja auch haben. Eine hin. Das Brandrisiko. Ja, rot ist nichts. Aber es ist natürlich da, klar. So, jetzt müssen wir hier die Leute hier mit Nahrung versorgen in diesem Kreis. Wir haben jetzt hier schon massenhaft Brote und Weizen in unserem Lager drin. Brauchen wir jetzt noch einen Markt? Einen da, und hier müssen wir natürlich auch noch einen Markt haben, der dann die Milch verkauft. Da brauchen wir jetzt hier nur eine Person einstellen, um Brot zu verkaufen. Geben der eine Route, die jetzt einfach hier einmal rumgeht. So. Hier stellen wir jetzt eine Person ein, die Milch verkauft. Auch diese kriegt hier eine Route hier außenrum. So, und schon müsste das funktionieren. Mit der Nahrung. Gucken wir mal in unsere Statistik rein. Wir haben jetzt eine Milchproduktion von 54, verbrauchen 32. Brot haben wir 45 und wir brauchen 32, also das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir uns mal um die nächsten Sachen kümmern. Die Häuser brauchen nämlich Wasser und Keramik. So, Wasser ist einfach. Da bauen wir einen Brunnen. Kann man hier auch anscheinend genau in die Wüste setzen. Irgendwo hin. Hier geht's nicht. Aber hier geht's zum Beispiel. Und dann gibt man der Person, der Arbeiterin hier, auch einfach eine Route. Machen wir jetzt dieselbe Route. Wir schon hatten für den Nahrungsverkauf. Und schon läuft das mit dem Wasser. Seht ihr hier? Die Häuser haben Wasser. So, und jetzt brauchen sie noch Keramik. Das ist auch nicht schwierig. Aber wir brauchen natürlich dafür Gebäude. Jetzt müssen wir gucken, dass wir möglichst vorhandene Infrastruktur nutzen können. Und zwar mache ich jetzt hier mal eine Lehmgrube hin. Machen wir mal hier. Und daneben hier dann eine Keramikwerkstatt. So. Und dann sagen wir dem Lager, du darfst jetzt auch Keramik annehmen. Auch nicht so viel, machen wir mal 8.
dann stellen wir jetzt hier an diesem Markt noch eine Verkäuferin ein für Keramik. Und der geben wir dieselbe Route. Seht ihr hier, wir müssen auf jeden Fall das alles doppelt bauen. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Lehmgrube und eine zweite Keramikwerkstatt. So, jetzt seht ihr hier oben gewöhnliche Häuser 6. Haben wir jetzt schon, 32 brauchen wir. Also, hier läuft das jetzt. Jetzt müssen wir hier drüben dasselbe machen. Auch hier müssen wir... Wo war jetzt wieder der Brunnen? Da. Einen Brunnen errichten. Eine Route einrichten. Einmal hier um diese Häuser rum. Und das war's schon. Jetzt müssen wir noch auch hier Keramik produzieren. Das heißt, wir brauchen 2 Lehmgruben. Dann bauen wir hier mal eine Straße hier rüber. In dem Lager stellen wir jetzt mal ein, dass hier nicht alles voller Milch gemacht werden soll. Schmeißen wir mal raus die Milch, die hier drin ist. Wir erlauben stattdessen noch die Einlagerung von ein bisschen Keramik. Und nur ein bisschen, machen wir auch 8. So, und dann brauchen wir natürlich auch noch 2 Keramikwerkstätten hier. Und wir müssen hier noch eine Person einstellen, die Keramik verkauft. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob unsere Produktion ausreicht und so stabil ist, dass wir jetzt auf 32 gewöhnliche Häuser kommen. Das müssen wir halt noch nacharbeiten. Hier gucken wir mal, wie es aussieht, was jetzt hier noch fehlt bei denen, die noch nicht so weit sind. Da fehlt noch Keramik. Gut, wenn Keramik fehlt, gibt es nur eine Möglichkeit. Was machen wir? Noch eine Lehmgrube. Noch eine Keramikwerkstatt. Die produziert 9. Naja, das ist ja so, 9 ist so hier das Maß. Die haben ja ein bisschen anderes System. Jetzt 45 Keramik und brauchen 32. Theoretisch müsste es also reichen. Milch produzieren wir mehr als wir brauchen. Brot auch. Ja.
So, wie ist das mit dem Wasser? Wasser ist eigentlich überall da. Ja. Okay. So, wir müssen natürlich auch noch einen Tempel bauen. Die Sache kümmern wir uns auch noch. Ganz klar. So, hier werden wir auch noch eine dritte Keramikproduktion errichten. Leute verlassen die Stadt. Eine dritte Keramikproduktionslinie. Wie gefällt euch denn das Spiel? Also grafisch finde ich es ganz nett, was man halt so erwartet. Ich meine, es ist nichts Überragendes. Also es erinnert mich sehr stark an Pharao, ganz klar. Also da ist... ja... Es ist letztendlich dasselbe, muss man einfach so sagen. Es ist ein bisschen moderner, hat ein paar neue Features. Ein etwas besseres Pharao, sagen wir es mal so. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen können, um diesen Tempel zu bauen. Tempel, da gibt es ein eigenes Design und ein Vorlagendesign. Ich meine, die Frage ist ja, was brauchen wir eigentlich für den Tempel? Wir müssen auch mal irgendwann anfangen, auf unser Budget ein bisschen zu achten hier oben. Aktueller Finanzstand. Da könnt ihr nämlich auch mal unser Budget überwachen. Kapital. Steuern. 325 Gehälter. So, wir zahlen Steuern. Wir kriegen Steuern und wir zahlen Gehälter. Wir zahlen viel mehr Gehälter als wir Steuern kriegen. Das ist schlecht. Wir müssen gucken, dass wir Handel treiben, dass wir erst was verkaufen können. Aber um was zu verkaufen, müssen wir erst noch was übrig haben. Haben wir was übrig? Viel nicht, oder? Ein bisschen. Was haben wir denn jetzt hier noch so an? Gebäuden. Karawanserei, die haben wir noch nicht. Haus. Das haben wir alles. Eine Ziegelei brauchen wir noch. Die verbraucht auch Lehm und produziert Ziegel. Ich vermute mal, dass wir Ziegel brauchen werden, um ein Monument zu errichten. Deswegen werden wir jetzt mal noch anfangen, Ziegel herzustellen, wo die natürlich wieder Geld kosten. Oder die Produktion kostet Geld. Ja, vielleicht können wir auch was verkaufen. Das müssen wir einfach ausprobieren. Ich werde jetzt hier mal noch eine Produktion errichten. Und zwar machen wir hier noch eine Lehmgrube hin. Noch eine weitere. Setzen daneben eine Ziegelei und noch ein Lagerhaus. Das dann die Ziegel einlagern darf. So, und zwar bitte nur Ziegel. Kein Lehm. Nur Ziegel. Das hier. Transporteur hat keine Arbeit. Aber die Arbeiter stellen immer ein Ziegel her. So, jetzt müssen wir mal hier. Gibt es auch Hilfen zum Lesen? Wir können nämlich auch eine Karawane errichten. Thank you.
wird interessant. Ich würde aber eigentlich gern erstmal gucken, dass ich einen Handel auf die Beine stelle, um in irgendeiner Weise Geld zu verdienen. Das wäre jetzt mal eigentlich das, was ich gern möchte. Müssen wir mal bei Geld gucken. Geld ist ein wichtiges Gut in eurer Stadt. Ach nee, echt? Die Frage ist ja, wie kann ich Güter in andere Städte exportieren? Dazu wäre es wahrscheinlich erstmal sinnvoll, eine Karawanserei zu bauen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, was machen wir mit der Karawane? Zack. So. Als Einnahmen. Das ist schlecht. Aber immerhin haben wir 32 Häuser auf dem Status gewöhnliches Haus. Monumente, Dekoration, Religion. Heiligtümer können wir auch noch bauen. Dekoration, Tempel. Gerade herauszufinden, wie wir handeln können. Feuer, Kriminalität, Krankheiten, Hausniveau, Religion, Kampf. Brauchen wir jetzt alles nicht. Kapital, Ansehen, Waren und Dienstleistungen, Handel und Diplomatie. Ah ja, Handel und Diplomatie. Wir sind jetzt in Uruk. Derzeit kein Handel zur Verfügung. Tja, wenn es ja keine anderen Städte gibt, kann man auch nichts handeln, oder? Ziegel exportieren, aber ich weiß nicht, wie es geht. Tierhaltung, Infoebene, Bewässerung, Geld. Götter. Jede Stadt kann bis zu 4 Götter verehren. Die erste ist der Patrongott. Das ist wirklich wie bei Pharao. Also, es ist nicht alles genau gleich, ne? Ist klar, aber... Wo kann ich hier was exportieren? Kann ich das hier irgendwo einstellen? Aktuelles und letztes Jahr. Vielleicht bauen wir jetzt einfach mal einen Tempel. Wo wollen wir den denn hinbauen? Also
nach dem eigenen Design baue ich nicht. Ich nehme ja schon ein Vorlagendesign. Ich mache ihn mal hier hin. Da sieht man ihn besser hier oben. Wenn er so am Rand klebt, ist das ein bisschen blöd vielleicht. Machen wir den mal hier hin. So, Tempelvorlage. Lagerhaus erstmal hier für den Bau des Tempels. So, jetzt kann es glaube ich losgehen. Jetzt schauen wir einfach mal, was sich hier tut. Die finanzielle Situation gefällt mir nicht. Wir müssen gucken, dass wir Handel treiben. Wenn man wüsste, wie das geht. Nervt euch eigentlich die Musik? Irgendwie geht die mir gerade ein bisschen auf den Geist. Wegmachen hier. So. Gut. Was tut sich hier? Es sind ein paar Ziegel da. Ich würde ja gerne, um das Ganze zu beschleunigen, mehr noch eine weitere Ziegelei bauen, aber dann geht uns das Geld noch schneller aus. Solange ich nicht weiß, wie ich Handel treibe. Sieht ja gut aus. Unsere Lager sind ziemlich gut gefüllt mit Nahrungsmitteln. Die Leute scheinen zufrieden zu sein. Ich höre nichts Gegenteiliges. Von daher ist dann auch okay. Wir könnten noch mehr Feuerwehrleute einstellen, aber die kosten dann auch wieder Geld. Glaube ich nicht so sinnvoll. Was wir natürlich machen könnten, da wir ja irgendwie Nahrungsüberschuss haben, wie es aussieht, könnten wir noch ein paar Häuser bauen. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld rein. Bauen jetzt einfach mal hier hinten rum. So. Schon sind die Häuser aufgelevelt. Ihr seht, wie die Einwohner hier in die Stadt strömen. Ist natürlich noch keine richtig schöne Stadt, muss man auch sagen. Wir haben jetzt hier zwei so separat voneinander errichtete Siedlungskerne. Es geht alles noch besser, aber das müssen wir noch herausfinden. Mein Gott, strömen hier haben Leute in die Stadt. Wenn die alle Steuern zahlen, dann geht's mir gut. Aber so gut dann wahrscheinlich auch nicht. Oder wir drehen die Steuern mal ein bisschen hoch. Das könnten wir ja auch machen. Ne, das lassen wir mal lieber. Dann steigen die Risiken an. Ist auch nicht so sinnvoll. Wir nähern uns jetzt langsam an mit den Steuern hier. An die Gehälter. Aber es reicht noch nicht. Aber selbst das reicht nicht. Wenn wir die Steuer ein bisschen erhöhen, bringt das nicht viel. Gut, liebe Zuschauer. Ach, guckt mal hier. Guckt mal hier. Das erste Tempelteil ist entstanden. Na cool.
Ja, also ich würde sagen, meine Hausaufgabe ist herauszufinden, wie der Handel funktioniert. Das werde ich irgendwie herausfinden. Und eure Hausaufgabe ist, einen Daumen da zu lassen, einen Kommentar zu schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und gerne auch ein Abo da zu lassen und natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.